Und jetzt geht's weiter mit unserem Videotagebuch. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 26. April. Mein Name ist Carlos Martins. Es ist 8.36 Uhr und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Und wir haben hier eine Big Number um 8.36 Uhr, die da rumdümpelt. Und zwar bei 15.807 werden wir die erste Box platzieren. Und wir sind relativ dicht beim Daily Pivot. Das ist hier 15.821. Das Gap wird immer kleiner. Heute haben wir ein Gap um die 90 herum. Die Trading Range an sich heute Morgen 20 Punkte, 20 Pips oder Punkte im DAX. Wir schauen uns mal die Range von gestern an. Und wir sehen hier, oh la la, wir erreichen noch nicht mal die 120 Minimum, 107 Punkte. Das ist wenig. Das ist wenig. Das heißt, die Leute warten hier auf Zahlen, die warten auf Quartalzahlen. Ja, und wir bewegen uns ja bei 15,9, 15,8 auf Jahreshoch. Und das, ja, bei so einer Situation kann es sein, dass es ein bisschen länger seitwärts läuft, um dann irgendwann eine Richtung nochmal neu einzuschlagen. Ob es jetzt Norden oder Süden ist, das kann ich auch nicht vorhersehen. Aber was ich weiß, ist, dass wir diesen Zustand mit 100 Punkte nicht sehr, sehr lange haben und dass das oftmals auf Jahreshochs oder Tiefs eben halt passiert. Wir sind gestern mit einem spektakulären Volabox-Trade in so eine Aufschaukelung gekommen. Das kann passieren. Hierfür hat man vorher ja Maßnahmen getroffen. Entweder steigt man ab dem 5. aus oder zieht es durch bis zur Endstation, wie ich das mache morgens. Der Trade wäre aber von Haus aus in den Gewinn gelaufen. Diese Aufschaukelung kam nur, weil wir den Trade auf angepasst gehen. Das bedeutet, wir wollen ein bisschen mehr Punkte mitnehmen. Das heißt, wir zwingen mehr oder weniger den Markt, eine Entscheidung zu treffen in die eine oder andere Richtung. Und wenn der Markt das nicht will, ja, dann kann es zu diesen Aufschaukelungen kommen. Würde man laut Strategie dieses normale Take-Profit hier nehmen, dann seht ihr ja auch hier, das sind jetzt 13,8, aber dann wären wir hier bei 14 oder hier oben eigentlich schon aus dem Trade fast draußen gewesen. Ja, sowas passiert. Der Markt ist ein Tickchen tiefer gelaufen, ist nochmal zurück. Wir sehen es hier, aber, und das nochmal fürs Protokoll, ja, wir hätten hier nochmal einen Dip nach unten bekommen. Das heißt, wir wären nochmal 20 Punkte weiter in dem Gewinn gelaufen. Hätte man das jetzt mental, das muss man dazu sagen, ausgehalten bei dem achten Trade. Ja, das wäre aber hier von der Performance her, wenn man dort den Ausstieg wählt und nicht wie ich hier, dann hätte, jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit, hätte, wenn und aber, dann wäre das aber fast 2,5 bis 3% hier gewesen. Denn nur paar Punkte, ein Punkt immer weiter, ist bei so einer Aufschaukelung denn sehr, sehr viel drin. Aber hätte auch genauso gut, ihr seht es hier, nochmal nach oben laufen können. Ja, und dann hängt man hier in der Mittagszeit. Und in der Mittagszeit seht ihr, da sollte man wirklich aufpassen. Man sollte einen Trade, ist egal was passiert, in der Mittagspause nicht in so eine Aufschaukelung drinnen lassen, weil dann spielt er hier nochmal Ping-Pong und erst in Richtung der amerikanischen Session gibt es dann richtig Bewegung hier. Und ja, die Tendenz, ihr seht es hier, war dann auch nochmal Short. Das nochmal kurz zum Überblick von dem gestrigen Tag. Ja, und das Tolle ist, wir haben den gestrigen Trade auch ja in unserem Videotagebuch und den kann man sich dann da nochmal anschauen. So, das heißt, die neue Falle heute 15.807 und 15.792 würden wir Short gehen. Wo kommt die Vola-Box rein? Wir haben, ja, können hier so eine Vorahnung haben, wo die Vola-Box zum Werner Wedinger Platz reinkommt. Und das ist unter der Big Number 15.787 zu 15.772. So, wir sind im ersten Trade, meine Damen und Herren. Kick-off 15.18. Und beim ersten Trade gehen wir ja nur auf so einen ersten Schwung. Das hat Tradition, versuchen den zweiten Trade dann
nach unten mitzunehmen. Und in welche Richtung geht das Ganze? Wir haben einmal hier und einmal hier die Unterstützungszonen. Und nach oben hin, klar, kennen wir Daily Pivot. Und dann ist die Bahn, wenn der Markt steigen möchte, hier oben bis 62 erstmal interessant. Dazwischen gibt es noch die 50er Zone, die kann ich auch noch mal eintragen. So. Heute Abend 16:45 bis 19 Uhr sprechen wir über Trading Tools und wir haben Kim Jun Sen heute auch. Acht Uhr 48. Und es geht los, 9 Uhr. Wir haben hier unten auf dem linken Bildrand die Vola-Box. Wird aktiviert. So, zweiter Trade. Das bedeutet angepasst. Und wir gehen in Richtung 50. Big Number, zweiter Trade. Wir blicken einmal auf MTX, wie sieht es dort aus? Keine Sonne. Letzte ist eine blaue. Ups. Also rechts, Big Number im zweiten. Blue Box. So, Number 3, dritte Trade, auch hier auf angepasst. Also wir müssen jetzt über den Daily Pivot rüber. So, die Rakete ist zumindest jetzt hier im dritten Trade
versucht, über ein Daily Pivot zu kommen. Der Daily Pivot liegt bei 15.821. MTX kommen wir nicht raus, beziehungsweise nicht rein, weil wir keinen Signalfall haben. So, Trade ist jetzt im Gewinn. Wir sehen es auf dem rechten Bildrand. Und jetzt pusten. Trade gerade jetzt 9.15 Uhr und gehen auch jetzt hier wieder auf angepasst und versuchen diesen Trade hier zu managen. So, es ist ähnlich wie gestern, nur dass wir die Ausgangssituation hier bei einer Big Number und beim Daily Pivot haben. 15.821 ist der Daily Pivot und das ist ja vom Vortag das Hoch, das Tief, der Schlusskurs dann durch 3 und der Kurs ist hier immer noch, ja, wir sind hier bei einer Range von 33 Punkte, das ist gar nichts für den DAX. Gucken wir mal 9.18 Uhr, in welche Richtung der Markt laufen möchte. So, jetzt sind wir im sechsten Trade. Kurs macht jetzt ein neues Tagestief. Gap ist geschlossen. So, wir sind bei 87 und wir haben jetzt, wir sehen es, eine neue Order im Buch. Die Vola-Box, die ist direkt in den Gewinn gelaufen, hier links. Versuchen hier nochmal die nächste Order zu platzieren. Vola-Box bei 87. So, wir sehen hier nächste Kerze. Gestrichelte Linie zeichnet unser Gewinnziel an. Jetzt sind wir mit 0,03. Wir nehmen jetzt mal unser Take Profit 0,04. Trade war, wie seht es eben im Gewinn schon, 76 jetzt. Nur 4, nur 5. Und wir gehen raus. Tagesziel Minimum erreicht und wir haben jetzt in der Vola-Box den ersten Trade Short. Und ich verabschiede mich für unser Videotagebuch. Wir schauen mal, was letztendlich mit Slippage rein. 0,09, 0,09, 0,01 ist unser Tagesziel Minimum und
haben den Trade jetzt geschlossen. Ich wünsche allen noch einen guten Weitergelingen. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter.